Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu Let's Show World of Warcraft Endzeit live von den Public Test Streams. Ja, zeige ich euch die erste von drei neuen Fünferinstanzen, die demnächst ins Spiel kommen. Aber das mache ich nicht alleine, ich habe mir noch professionelle Unterstützung geholt, nämlich vom guten Mystix, der sich jetzt hier mal vorstellt. Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Mit dem Hyuga zusammen ist die News-Eule derbe unterwegs auf den Test-Streams, ihr habt es schon gehört. Und wir zeigen euch zusammen jetzt einfach mal gleich eine der neuen Instanzen. Und da gibt es einige Bosse, die ihr vielleicht auch schon vom Namen her kennen könntet. Ja, auf alle Fälle. Und ja, damit gehen wir jetzt hinein in die Welt, melden uns an und sobald wir an der Front sind, sind wir zurück. So, und da sind wir auch schon drin, liebe Leute. Ja, wir haben uns jetzt hier mal eine kleine Random-Gruppe geschnappt und ja, so sieht sie aus, die erste der neuen Caverns of Time-Instanzen Endzeit. Und ich renne hier schon mal vor, da sehen wir Deathwing aufgespießt, ja, so sieht's aus am Ende, wenn's vollbracht ist. Hoffentlich, wenn wir es dann schaffen sollten. Gut, ja. Unsere lieben Leute, die jetzt hier unwissentlich mit uns diese Instanz machen, ja, die porten sich jetzt hier, denke ich mal, schon zu den, ja, oder zur ersten Ebene. Drei Ebenen müssen wir hier bestehen. Die letzte ist immer gleich. Die vorherigen, die ändern sich immer. So, ich mach das jetzt auch mal. Obsidian Dragon Shine Shrine 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 Shrine. Und da stürzen wir uns ja auch schon in die erste Ebene hinein. Und ja, was hat er jetzt vor? Er springt darüber. Das mache ich mal direkt nach. Ja, 3300 Feuerschaden, das ist nicht viel. Und da hinten haben wir Echo of Bane. Ja, wie toll man hier direkt irgendwie die Trash-Mobs auslassen kann. Zwar alle. Das ist, ja, also diese Instanz ist auf alle Fälle noch verbesserungswürdig. Das werdet ihr noch sehen. So, ich buff nochmal schnell Int neu. Denn, ja, lustigerweise kann man hier sehr viele Trash-Gruppen umgehen und ihr werdet es auch gleich merken, so bis jetzt der Skill-Anspruch ist noch nicht ganz so groß. Wir bomben hier direkt los, schießen aus allen Rohren, gucken, was der gute Bane da noch raushaut. Oh, er wirft lustige Sachen auf mich und knockt mich. Das ist gut. Nee, so. Also ich fand das gar nicht cool. Ja, aber bis jetzt ist er noch nicht so stark, dann fangen wir mal ein bisschen an, hier unseren derben Shit noch zu machen. Oh, das kann man benutzen, das Totem hier. Ah. Setze ich jetzt hier mal hin. WTF! Pulverize! Ist hier nicht neben ihm. Boah! Gut! Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Jetzt springe ich jetzt hier mal rüber und guck, ob ich meinen Arsch gerettet kriege. So. Wo ist jetzt Mr. Bane? Da ist Mr. Bane. Dann haben wir schon wieder mit einem Totem beworfen. Ja. Stell das mal auf da jetzt hier. Muss ja irgendeinen Sinn erfüllen. Ich mach das jetzt hier einfach mal. So, haha! Da ich ihn nämlich gestunt jetzt. Yeah! Als wäre er so noch nicht Face Roll genug gewesen, haben wir ihn jetzt auch noch mal ein bisschen gestunt. Sehr schön. Und weiter geht's hier. Volles Rohr drauf. Ich glaube, die Plattform zerbricht gleich wieder. Der Typ hat irgendwas gegen mich. Der hat drei Totems geworfen und alle auf mich. Ja, also ich spare mir jetzt... Boah, Hilfe. Ja, also ich spare mir jetzt mal ganz einfach so Blink. Jetzt mal rausgeholt. Ich spare mir mal mein Zeitverkrümmung. Denn... Ja, das brauchen wir nicht, ne? Der ist ja auch so nicht so stark. Das könnte noch verdammt eng werden hier. Ja. Unser Jutta Chantal. Diese beiden Plattformen übrig. Unser Jutta Tank, der macht hier einen guten Job. Das ist doch nicht normal. Ja, der mag dich. So, Bane hier. Alter Freeloot-Orgler. Bam, gelast-hittet. Hoffe ich mal. Und jetzt gibt's hier Bloodhoof Laggards. Laggards. Lecker. Blatthuf, lecker. Ja, wir sehen 378er Loot, liebe Leute. Also schon sehr, sehr hochwertig. Dafür, dass dieser Kampf hier in etwa so schwer war, wie etwas, das überhaupt nicht schwer ist. Ja, toll. Müssen wir jetzt auf dem Rückweg die ganzen Trash-Mobs mitnehmen? Wahrscheinlich. Aua, aua. Ja. Damit unser Healer hier etwas zu tun hat, schwimme ich auch mal schön etwas durch das Feuer und sammle immer schön die 4K-Schaden. Kann ich eigentlich auf meinen tollen fliegenden Teppich... Juhu! Fliegende Teppich-Action. Arabische Nächte. So, und jetzt gehen wir in die nächste Ebene. Und die da wird sein... Ah! Hilfe! Das Maragd-Schrein. Ah! Emerald Dragon Shrine. Ja, ich kam nicht mehr durch. Ja, GZ. GZ hier irgendwie. Sie haben gefailt. Sie haben aber richtig gefailt. Gut. Dann lasse ich mal meinen Geist frei. Auf euch hier im Dunkeln. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja. Im Dunkeln ist gut munkeln. Also renne ich jetzt mal wieder zurück in die Instanz. Ja, das passiert, wenn man Trash-Mobs auslässt. Denn dann pullt irgendjemand und ja, in den meisten Fällen bin das immer ich. Und die dann Movement-Krüppel passiert so ein Shit. Ja, ich, der Movement-Günther. Das hat man auch immer wunderbar in den Minecraft-LPs gesehen. Ja. Ich hab nichts drauf. Ich bin schlecht. Ich bin schlechter als schlecht. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sagte man mir einst. Ja, und der Mystix macht noch viel weniger Schaden als ich, so. Jetzt habe ich es allen verraten. Du könntest die Indie nicht mal betreten ohne meine 20.000 Goldspende. Ja, und das liegt nämlich daran, liebe Leute, dass Blizzard derzeit noch so ein bisschen die Tore geschlossen hält. So, wir zeigen hier nochmal ganz schnell Deathwing. Ah, darum ist er tot, die olle Socke. Ja, Blizzard spart derzeit so ein bisschen ein und man kann zumindest auf den europäischen Servern und auf der europäischen Seite, so immer Dragon Shrine, kann man nicht seine Charaktere auf dem PTR kopieren oder sich einen Premade-Charakter erstellen. Das heißt, ich gammle hier mit einem uralten PTR-Charakter rum, den ich kurz nach Cataclysm-Release und ja nach 85 Seiten rüber kopiert habe. Dementsprechend musste ich den ganz schnell mal hochzüchten. Man muss ein durchschnittliches Item-Level von 346 haben, um diese Instanz betreten zu können. Und das reicht auch wirklich aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, man braucht das, aber im Endeffekt ist es zu wenig. Nein, es reicht wirklich aus, denn der bisherige Skill-Anspruch ist nicht sonderlich hoch. Das ist wohl leider wahr. Aber das kann sich ja hoffentlich noch ändern in der nächsten Zeit. Ja. Da wird auf jeden Fall noch eine Weile offen bleiben, der PTR, weil es ist bisher erst eine von den drei Indies mit drin. Ich weiß nicht, der Raid wird ja auch zum Testen bereitgestellt. Ja, also es wird dann wieder Timetables geben für die einzelnen Bosse, für EU sowie US-Server. Und da wird man dann die einzelnen Bosse auch wieder in einem Zeitfenster von meistens um die 2 Stunden antesten können. Und dann ist das Ganze auch erledigt. So, kommen mal unsere Weggefährten hier demnächst. Na, wir warten auf den Heiler, glaube ich. Aber jetzt dürften alle hier sein. Eins, durchzählen. Sind alle hier. Jupp, dann gibt's mal eine fette Buff-Runde. Ja, jetzt sind wir hier beim Trash in der zweiten Ebene, den Smaragd-Drachenschrein. Und der ist schon etwas intensiver, denn hier gibt's eine Kleinigkeit zu beachten. Mystix, komm. Ich hab eh schon Haare auf den Zehen. Ihh, ist ja eklig. Ja, ne? Ja, hier ist es dunkel wie Sau, ihr seht es. Ich fühle mich hier wohl. Das ist eigentlich das typische Gamer-Level, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ab und zu geht den Leuten hier ein Licht auf und das sollten wir dann auch schleunig suchen, da ist es. Denn solange die Mobs in diesem Licht drinne stehen, kann man sie normal bekämpfen. Sollten sie in der Dunkelheit weiterstehen, bekommen sie 90% weniger Schaden und fallen natürlich nicht um. Was ziemlich uncool ist, da es immer mehr werden über die Zeit. Da kommt nämlich schon die nächste Welle. Und die Helden, die da so abseits stehen und dann aggroen, sorgen dafür irgendwie, dass wir sie nicht vernünftig umhauen können. Ich will meinen Sound etwas runterdrehen. So. Ja, also im Endeffekt immer schön im Licht stehen, liebe Leute, und ordentlich Damage bautzen und dann kommt man hier durch. Ja, auch nicht sonderlich schwer, möchte ich mal meinen. Also, auch wenn wir hier gerade ordentlich zu tun kriegen, ich immer ein bisschen rumbombe mit meinem Gammelgear. Bang, aye. Bang, aye. Oh, der erste Lichtstrahl ist gleich verschwunden und es ist wieder zack, Bandus da. Richtig. Jetzt heißt es schnell machen, vor allem da ich hier gerade die Agro habe. Und da ist der Hoffnungsschimmer, der nächste Lichtschein. So. Und ihr solltet euren Hintern auch verdammt schnell hierher bewegen. Zumindest ist die anderen da hinten, die irgendwie meinen, da noch zu aggroen. Hauptproblem an der ganzen Sache ist auch der erste, der hier in diesem Lichtschein drin ist, der ja sammelt natürlich die Agro ein. Dementsprechend sollte das ein Tank oder ein Spieler mit etwas Leben und Rüstung sein, weil ansonsten, ja, seid ihr relativ fix smooth. Werdet ihr hier ordentlich zu Brei gedroschen. Weil ihr seht, hier kommt auch richtig viel. Ja, genau wie ich. In unserem letzten Try hier, da ja, war ich auch zu voreilig und dann sah ich nur noch Flying Fists, die mich dann verdroschen haben. Marco natürlich auch, wenn man zu langsam ist. Das ist ja alles immer nicht ganz so einfach. Ah, verdammt! Ich bin gerade wieder der Erste, aber der Tank ist dicht hinter mir, das heißt, es ist kein Problem. Und also ich finde, das ist doch als Gruppe laufen. Ja, das ist noch wirklich mit der anspruchsvollste Teil. Also, ne, der Kampf gegen Jaina, den wir es ja dann in diesem Let's Show nicht zeigen, da wir ja nach der Ebene direkt zum Endboss kommen, der ist, sag ich mal, da ist auch nichts wirklich mit
Trash und der Kampf gegen den Boss ist auch nicht sonderlich schwer. Hier, sage ich mal, hat man noch so ein bisschen die Trash-Action, man muss in die Lichter reinrennen, das ist nicht ganz so einfach, wobei, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann ist das auch alles hier im Schlaf gemacht. Und ihr habt es ja gerade gesehen, im Obsidian-Schrein, da war ja eine völlig tote Hose mit Trash, außer zum Schluss, denn da gab es das voll von hinten. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass Bane irgendwie derben Hunger auf Broiler hatte oder so. Der hat ja einen Totem nach dem anderen auf mich geworfen, der Kollege. Ja. Ja, der dachte, Mensch, das ist die Eule, ne? Der kann eh nix. Befreie ich mal die Gruppe von seinem Leid. Andersrum, der hat Angst. Als Angst hatte der Kollege. Deswegen, also ich muss sagen, das ist so eine Face-Roll-Innie. Ich spiele hier auch gar nicht großartig jetzt mit irgendwie Arkham Power oder so, weil, weiß ich nicht, das brauche ich eh nicht. So. Das ist er fast. Richtig. So, wo ist der nächste Lichtschein? Der letzte, wohlbemerkt. Der letzte. Bevor es zum derben Boss geht. Der ist nochmal schön groß. Der ist nochmal schön Schaden. Jetzt aber richtig. So. Ja, aber ich kann ja einmal die Arkham Power reinhauen und auch noch die Flammenkugel, meine Spielbilder und dann, ja, gibt's hier mal derben Schaden. Und gleich kommt da wieder derbe Zeitkrümmung, wenn wir beim Boss sind. Ja, die kommt erst beim Boss, wollte ich sagen, ne? Ich verbrat doch hier nicht den CD! Ja, beim Boss musst du das auch nicht tun, aber... Ja, doch. Wir haben... Obwohl, ich weiß nicht, wir schauen mal, weil ich glaube, es ist irgendwie cooler, wenn ich das dann wieder für den letzten, also für den Endboss aufhebe, dass wir da die volle Power haben. So, jetzt ist es soweit, da hinten Echo von Tyrande. Der nächste Boss hier. So, es ist immer noch dunkel wie Sau. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Ein bisschen Mana ist nie schlecht. Mana ab! Anregen. Ja, zack. Ich kann ja mal hier noch einen Brunnen hinstellen, beziehungsweise ein Tischlein. So komme ich jetzt gerade auf Brunnen, egal. Ja, das sind die Bomben-Mages, weißt du, die Indies fast rum oder bam. Ich stell mal Kekse. So. Leckere Dörtchen.